Mein Name ist Peer Steinbrück. Ich habe mit 6 Jahren Schach gelernt, sehr viel später erst das politische Geschäft. Ich war lange in der Politik tätig. 2016 bin ich aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und kümmere mich jetzt um sehr verschiedene Fragen, Themen, aber auch um 4 Enkelkinder. Die deutsche Wiedervereinigung ist ein historisches Wunder, was wir maßgeblich und fast ausschließlich den Menschen verdanken, die in der alten DDR in der Tat nach Freiheit und Demokratie gestrebt haben und sich durchgesetzt haben in einer seltenen friedlichen Revolution. Schach ist sehr vielfältig, hat ein bisschen was mit Politik zu tun, findet sich auch im Wettbewerb, im unternehmerischen Wettbewerb wieder. Schach hat auch eine gewisse Ästhetik und ich finde, dass Jugendliche, junge Frauen und Männer, Schülerinnen und Schüler sehr früh Schach lernen sollten, aber dazu auch noch ein Mannschaftssport. Naja, man lernt Demut, man lernt Respekt, man lernt Selbstdisziplin, man ist dazu gezwungen, erst zu analysieren, die Finger stillzuhalten, nicht vorzeitig die Figur zu berühren. Das heißt sehr viel Selbstdisziplin und Konzentration. Und ich glaube, dass das in der Tat wichtig ist, wenn es auch nicht das ausschließlich allein wichtig machen im Leben ist.